Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Coach, Diplompsychologe in der Nähe von Murnau, Berlin und in Hamburg. Ja, was geht bei euch? Was macht das Leben? Ja, heute mal ein bisschen anderes Thema, und zwar manifestiere deine Realität und dein Leben aus dem Nichts. Wollte ich einfach mal wieder darauf verweisen, dass die Realität, vielleicht nehmt ihr das inzwischen auch so wahr, ich finde, dass man das seit diesen unseligen Corona-Pandemie-Zeiten noch viel mehr nimmt, dass die Realität nicht so festgefügt ist, wie wir es immer so denken, sondern dass es ein flüssiges Konstrukt ist, was sich quasi jederzeit ändern kann und auf das du auch einen Einfluss hast. Also wir alle vergessen ja immer, dass wir viel mächtiger sind, viel mehr Schöpferkraft haben, als wir eigentlich denken. Wir sehen uns immer als so, ja, keine Ahnung, Opfer, die gar nichts machen können, an ihrem Leben nichts ändern können. Und ich kann euch aber sagen, ja, es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ihr könnt wirklich aus dem Nichts quasi ein völlig neues Leben erschaffen. So, ne? Klar, es dauert. Sagt ja, glaube ich, es geht auf Tony Robbins zurück, dieser Spruch. Man unterschätzt häufig, was man langfristig erreicht, und überschätzt aber, was man kurzfristig erreichen kann. So. Also kurzfristig sind Sachen natürlich schwer, aber du kannst dir ein ganz neues Business kreieren, neue Beziehungserfahrungen, neue Freundschaftserfahrungen. Du musst, und der erste Schritt ist immer die Intention zu setzen. So, ne? Der erste Schritt ist immer zu sagen, ja, ich will das jetzt irgendwie, und dann auch ganz genau erstmal überhaupt dir klar zu machen, was du überhaupt willst. Das ist, glaube ich, häufig gar nicht so klar. Also ich fand das zumindest in meinem Leben einen ganz spannenden Prozess zu sehen, dass ich dachte, was ich wollte, dass es dann doch andere Sachen sind. Und das ist natürlich immer das Erste. Und dann wirklich konsequent der Energie reinzugeben. Ich will jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, Zeit oder dass es unbedingt anstrengend sein muss. Nee, ganz im Gegenteil, es soll Spaß machen. Der ganze Prozess, der soll von vorne bis hinten Spaß machen. Und ich würde auch nie wieder irgendjemand sagen, er soll Sachen machen, die keinen Spaß machen. Gut, jetzt klar, wenn man am Liebeskummer arbeitet und so, okay, das macht vielleicht keinen Spaß manchmal, aber gut, das sind auch andere Themen mit diesen suchtartigen Geschichten irgendwie, aber was ich sage ist, ganz im Gegenteil, verfolge das, was dir wirklich Spaß macht, und macht dir das Spaß gerade, was du machst, vielleicht nicht irgendwie, ne? Ich habe ja auch so einige Spirikurse, also wenn man so will, für wen das schon ein spirituelles Thema ist, gibt ja noch meinen Code bis, was haben wir jetzt, Freitag bis übermorgen, bis Sonntag, Himmelfahrt 24. Und wenn du auch relativ neu bei mir bist, Spiritualität und Nice, geiles Leben ist dann ein super Einstieg, oder die Manifestations-Challenge, die es danach auch erstmal nicht mehr geben wird. Und gibt ja diesen neuen Kurs jenseits von Ego-Angst und Narzissmus, da geht es aber auch um sehr grundlegende Sachen. Aber nochmal zurück zum Thema, also fang an, setz dich heute hin, mal dir ein Blatt irgendwie, mal dir auf, wie soll mein Leben in 5 bis 10 Jahren aussehen und worauf habe ich so richtig Bock, und dann denk nicht klein, also die Sachen gehen meiner Ansicht nach immer schneller so, ne, dass wir immer mehr Zugriff haben irgendwie auf unsere Realität, dass ja die Energien höher schwingen, und auch wenn das gerade nicht so aussieht, auch wenn es gerade so aussieht, dass alles nochmal richtig scheppert, aber dazu vielleicht im nächsten Video mal mehr, auch ein gutes Thema. Aber ja, also es geht damit los, dass du es einfach definierst mal, und dass du nicht klein denkst. Wenn du in 5 Jahren mal ein Jahr auf Bali leben willst, dann fang an damit jetzt, ne, zu überlegen, wo ist der Start, ne? Wo gibt es da ein YouTube-Video, ein Jahr Leben auf Bali, also gibt es auf jeden Fall, wie haben die das gemacht, was ist der Schritt irgendwie, was wird das bedeuten für mein Umfeld, für meinen Job irgendwie, oder wenn du, die Sprache der brasilianischen Ureinwohner des linksarmigen, rechtsarmigen Flusses des Tokahunka-Delta sprechen willst,
Was musst du dann tun dafür? Wie kommst du dahin? Wie kannst du diese Sprache lernen? Was sind die Schritte? Und ich würde wirklich, also wenn ihr an solchen Sachen arbeitet und sagt, ey, ich bin mit meinem Leben eigentlich nicht zufrieden, würde ich wirklich raten, groß anzufangen, weil das bringt nichts, dann so mit kleinen Schritten anzufangen. Nehmen wir mal an, du willst ja nach Bali, so, ne? Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, ob Bali wirklich so geil ist, aber ich war da noch nie, wisst ihr, was immer viele sagen. Da bringt jetzt nichts, wenn du sagst, ach, ist eh scheiße, ich manifestiere mir mal 3 Wochen in Italien, das wird dich dann nicht glücklich machen. Und 3 Wochen in Italien ist natürlich super geil, aber es ist eben nicht ein Jahr Bali so, ne? Und einfach nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber es ist einfach was anderes, ne? Und dann, ja, würde ich es auch ernst nehmen, deine Wünsche. Und natürlich kannst du dann vielleicht feststellen, ja, es ist doch ein bisschen anders. Vielleicht denkst du dann, mache ich erstmal 2 Wochen Urlaub auf Bali und dann gucke ich mal, ob es überhaupt so gefällt und stellst vielleicht fest, ach du Scheiße, das ist gar nichts für mich so, ne? Also ich hatte das ja auch mal, diese Idee, dass ich mal ein halbes Jahr ins Ausland gehe und habe so, ja, vielleicht mache ich es auch nochmal, ich weiß nicht, aber habe eigentlich festgestellt, nee, das ist erst mal ein paar Wochen, aber ich bin einfach nicht so der Fernreisende oder zumindest nicht alleine und naja, aber das gehört vielleicht auch dazu, ne? Das dann wirklich mal ernst zu nehmen und auszuprobieren so, ne? Und wenn du dir andere Beziehungs Realitäten manifestieren wird sowieso. Dafür sind meine Kurse gemacht, dich da zu unterstützen. Und nur da musst du auch ernst machen und musst sagen, du kannst nicht das Alte weitermachen und was Neues wollen. Das funktioniert nicht. Ne? Du kannst nicht sagen, ich möchte gerne sichere Beziehungen haben und dann, sobald der nächste Drama-Boy, Drama-Girl da vor dir rumspringt, zu sagen, ja, ich gehe wieder ins Drama, mach wieder eine schöne On-Off-Beziehung und Hauptsache, es ist richtig viel Stresshormone und Dopamin und Leid. Ja, da musst du auch konsequent sein. Da musst du auch sagen, ja, nee, das ist nicht mehr und dann auch am Ball bleiben. So, am Ball bleiben ist, glaube ich, super wichtig, aber dieser Prozess sollte Spaß machen. Also, wenn dir keinen Spaß macht, also wenn du einfach nur sagst, ich müsste jetzt eigentlich mal eine sichere Beziehung haben, aber das macht dir keinen Spaß, dann lass es. Dann lass es. Dann guck, dass du deine Standards und Dealbreaker enger ziehst und dann leb halt Drama-Beziehungen, aber in einem, falls das überhaupt möglich ist, weiß ich nicht, aber in einem Rahmen, der trotzdem safe ist. Ne? Also ohne Standards und Dealbreaker geht's nicht. Ne? Aber wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock auf sichere Beziehungen, ich will einfach rum, und weiß ich nicht, jeden Abend jemand anders durch den Club ziehen und die wieder aufmachen, dann mach das. Also, ne, ist dein Leben, es gibt da kein richtig und kein falsch und dann lass dich auch nicht von anderen abhalten, nur such nicht immer eine Entschuldigung, warum es nicht geht oder warum andere dagegen sind oder warum dies, also hau rein. Ne? Klar, es gibt Grenzen, wenn ich mir jetzt sage, ich würde mir gerne einen dritten Arm, hätte gerne einen dritten Arm, das ist vielleicht schwierig. Das sage ich mal. Ne? Aber mal ganz ehrlich, man kann schon also eine Menge erreichen. Und natürlich, ja, weiß ich nicht, das Leben verändert sich ständig so. Ne? Aber also ich kann wirklich aus meinem Leben sagen, dass da Dinge entstanden sind, wirklich förmlich. Schier aus nichts entstanden, nicht von heute aus morgen, aber und irgendwie, ja, ist es doch, macht, das ist doch ein cooler Prozess, dafür sind wir hier, wir sind nicht hier, um zu ewig zu leiden und wir sind hier, um uns als krasse Schöpferwesen zu erleben, selbst in dieser niedrig schwingenden materiellen Realität, ne, die das Ganze natürlich enorm erschwert. Und auch, ja, natürlich für eine Menge Frustration sorgt, ist überhaupt keine Frage. In diesem Sinne, hau rein, fröhliches Manifestieren. Und wir werden uns bald wiedersehen, vielleicht auf der virtuellen Lesung. Die gibt es ja auch noch am 23. Wenn ich dann fit bin. Das ist kurz nach meinem zweiten Chip-Spaß, zweite Impfung. Soll ja ein bisschen heftiger sein, aber ich glaube, bis dahin werde ich wieder fit sein. Also 23. Mai. Genau, was. Und ansonsten gucken wir, ob wir Live-Angebote hinkriegen, aber es ist ja
Ist noch zu früh. Also wir überlegen Liebeschipparty, Lesungen, aber ja, schauen wir mal, wie das so ausgeht alles.